Es wird auch hier ein paar interessante Begegnungen geben, während wir unterwegs sind. Das kann ich jetzt schon mal voraussagen. So gut kenne ich das Spiel nämlich. Aber wir sehen uns hier erst einmal um. Und noch habe ich keine Lust zu Zeitraffer, deswegen erzähle ich euch einfach ein bisschen was. Nur weiß ich nicht, was ich euch erzählen soll. Ja, erstmal, wie schön ich überhaupt das Spieledesign finde. Also ich mag Baldur's Gate ja sehr, nicht nur wegen Gameplay, sondern auch wegen dem Design und alles. Das kriegen heutige Spiele einfach nicht mehr so wirklich auf die Reihe. Ich meine. Wow, hallo Wölfe. Aber von euch ist keiner ein Winterwolf. Und ihr seid etwas ineinander verteilt. Sterbt einfach. Du bist ja ein komischer Kauz. Was? Nichts leichter als das. So. Wir wollen einen Winterwolf jagen. Also, was ich noch was sagen wollte. Ja, Dragon Age ist. Ich mochte Dragon Age eigentlich. Ich habe es zwei oder dreimal sogar durchgespielt. Aber danach, also ich rede von Origins, nicht von Dragon Age 2. Dragon Age 2 ist so eine Sache für sich. Da habe ich selber viel zu viel schlechte Kritik drüber gehört, als dass ich es mir kaufen wollte überhaupt. Jetzt vielleicht für 5 Euro könnte ich es mir nochmal überlegen. Aber ja, Dragon Age Origins, ich fand das Spiel nicht schlecht. Ich habe es gern gespielt, aber nach einer Weile war dann auch irgendwann der Dampf raus. Weil zum einen, es ist gut, Baldur's Gate ist auch immer dasselbe, aber bei Baldur's Gate hat man halt einmal dadurch mehr Möglichkeiten, dass man viel mehr Klassen hat. Und wenn man dann auch noch das Spiel richtig Rollen spielt und nicht nur stumpf durch, dann hat man noch mehr Möglichkeiten, was man in Dragon Age zum Beispiel gar nicht hat. Nein, geh weg, Höhlenbär. Ja, gut. Ich möchte mich nicht mit dir noch prügeln. Obwohl du bist ein Braunbär, gell? Ja, ein Höhlenbär wäre von Anfang an aggressiv. Du schaust in die falsche Richtung. Ich will nicht, dass du in meine Richtung kommst. Was wollt ihr? Genau, geh nichts leichter einfach als das. Weg. Der blockiert mir hier den Weg. Genau, geh in die Richtung los. Nein. Geh weg. Nicht so viel Lärm. Beinahe unter meiner Würde. Da muss ich woanders lang gucken. Gibt hier sicherlich noch mehr Wege aus Norm. Ich habe nämlich nicht wieder Lust, jetzt nochmal einen Bären unbedingt zu töten, wenn es nicht sein muss. Ich mag die Bären eigentlich zu sehr. Auch im Spiel. Ja, da geht's auf jeden Fall lang. Und Minz kann ja leider noch keine Tiere bezaubern. Das kann er nämlich mit der Zeit als besondere Fähigkeit lernen. Er kann nur seinen Blutrausch. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ja, nicht so. Dann schlägt er jedoch wild um sich. Das ist auch nicht so gut. Oh, hallo Xwarte. Ein paar Xwarte. Ein paar Xwarte sind nicht so schlimm. Geben auf jeden Fall ein bisschen Gold. So, wir gucken erstmal, bevor wir da oben weitergehen. Dort scheint es nämlich noch mehr Xwarte zu geben. Wahrscheinlich. Aber hier ist eine Sackgasse, also müssen wir hier weiter. Und ich entschuldige mich gerade für dieses Blitzscrollen, das war nicht beabsichtigt. So.
Ja, Xwarte. Und eine Feuerstelle, die brennt. Viele Xwarte. Und Hütten. Aua. Viele Xwarte, die in Panik verfallen. Schon mal kleine blaue Leute gesehen, die in einem Dorf wohnen. Ich glaube, das hier ist Schlumpfhausen. Und das soll eine Anspielung auf Schlumpfhausen sein. Wow, da sind noch mehr Xwarte. Nur, dass diese Schlümpfe hier etwas aggressiv sind. Dafür sterben sie aber auch ziemlich schnell, hä? Okay, wir haben ein kleines Dorf voller Xwarte gefunden. Was? Die alle in Panik verfallen und wegrennen. Und Düda hier einfach mal one-hitten. Nicht so toll. Mein letzter Autosave war hier am... Wo war mein Autosave? Hier. Was? Beinahe unter meiner Würde. Okay, das ist nicht so toll. Ich habe ja gesagt, ich wollte am Anfang jedes Gebietes einen Quicksave machen. Jetzt sind mir die 900 Erfahrung durch den Bären weggekommen. Ah. Das ist nicht so schön. Nichts leichter als das. Und das nur, weil Düda hier auf einmal von hinten angegriffen und gewonnen-hittet wurde. Düda hier, du bist echt mit deinen 6 Lebenspunkten zu schwach auf der Brust. Sorry, dass ich das so sage, aber das ist so. Und du hast, glaube ich, gar keine Rüstungsklasse. Genau, du hast Rüstung von 10. Das heißt, selbst ein Xwart ist dir gefährlich. Ja. Du hast jetzt zwar eine Rüstungsklasse von 5 gegen Geschosswaffen. Aber selbst das reicht nicht. Wir bräuchten Abwehrarmbänder für sie. Das sind so Lederarmbänder, die die Rüstungsklasse wenigstens etwas senken. Gut, jetzt müssen wir uns nochmal hier umgucken. Ist ja alles kein Problem. Ja. So, hier lang. Hier waren irgendwo die Wölfe, aber ich glaube, die sind hier jetzt nicht mehr. Vielleicht ist auch der Bär nicht mehr da. Wir können da einfach mal durchspazieren. Wäre auch nett. Jetzt erstmal wieder in diese Ecke hier, weil hier war die Sackgasse. Genau, hier hoch. Sackgasse, Sacking Gas. Dann geht es hierher zurück. So. Einmal hier hoch. Und hier müsste jetzt gleich die Stelle mit dem Bären sein, wo ich vorher nicht weiter konnte. Und kein Bär. Gut. Dann gehen wir erstmal hier weiter, bevor wir wieder das Xwart-Dorf überfallen. Hey, hier ist nichts. Wow. Hier können wir uns nirgendwo durchzwängen. Nein, wir können nur auf die andere Seite sehen. Also dort scheint es Gebiete zu geben, wo es noch weitergeht. Ja. Aber wir haben gut was aufgedeckt.
Gut. Dumpti-dumm. Lalala. Was haben wir entdeckt? Ah, die Wölfe. Wenigstens die sind noch da. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ja, so ein Wolf gibt mehr Erfahrungspunkte als ein Zwart oder ein Kobold. So. Jetzt einfach mal ein Quicksave machen, bevor wir wieder Schlumpfhausen angreifen. Und ja, das klingt irgendwie falsch. Wir greifen arme kleine Schlümpfe an. Aber in dem Fall sind es keine armen kleinen Schlümpfe, es sind Xwarte. Die sind aggressiv und böse und viel zu viele. Genau. Die stehen da sogar wie Wächter da, die zwei. Die so gut wie erledigt. Ja. Genau, gib mir das Gold von den beiden. Ich gehe mal kurz hier lang mit Talisa. Das Stück aufdecken. Auch wenn hier nichts ist, der Vollständigkeit halber, dass ich mich nachher nicht wundere, warum das nicht aufgedeckt ist. So. Und dann räumen wir doch mal ein bisschen im Schlumpfhausen auf. Beinahe unter meiner Würde. Am besten machen wir das anders. Leichter als das. Wir lassen Talisa einfach mal vorstürmen und die Horde anlocken. Ja? Und dann hauen wir ordentlich drauf. Hier geht ein paar Schritte zurück und schießt. So, genau. So, die verfallen in Panik. Ja, nichts leichter als und rennen das. Weg. Es wollt nichts leichter als das. So. Da steht noch einer. So, da stand einer. Euer Leben liegt in meiner Hand. Okay, es kommen noch ein paar. Da kommt mal schön her. So, dann können wir die schon mal töten. Locken wir sie einfach alle aus Schlumpfhausen raus. Dann müssen wir... Können wir ein wenigstens... Ja, da haben sie wenigstens keinen Heimvorteil. So, jetzt plündern wir die mal aus. Ach, die da oben... Ihr habt wie befohlen. Na hier, kümmere dich um den. Vier Schaden. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Besser als nichts. Wir plündern hier ein bisschen. Oh, magische Geschosse, sehr schön. Wir haben hier im Kampf gegen Greywolf eine Rolle davon verbraten. Und als Zauber sind die ja doch etwas mächtiger im Augenblick, also als Schriftrollen. Als Zauber. So. Gut. Kann ich euch behilflich sein? Wir ziehen uns jetzt an den Fuß hier zurück. Lassen die oben da mal in Ruhe. Khalid, du kannst Edelsteine nehmen. Da bist du ja noch nicht so überlastet. Düna hier, nimm Zauber. So. Immerhin neue Pfeile. Gut. Und jetzt speichere ich erstmal wieder. Speichern. LP 006. Und dann sehen wir uns gleich wieder.